Wenn ich daran erinnern kann, das Jahr 2008, damals wurden 100 Milliarden innerhalb von 48 Stunden aufgestellt zur Rettung der Banken. Ich erinnere an die Griechenland-Krise, an den ESM, da werden hunderte Milliarden in einer Leichtigkeit vergeben. Jetzt geht's aber ans Eingemachte. Jetzt geht's wirklich darum, unsere österreichische Wirtschaft zu stützen und zu schützen. Und es kann ja nicht so sein, dass am Ende des Tages die Kleinen die sind, die auf der Strecke bleiben, die sozusagen die Folgen dieser Krise stemmen müssen. Und da muss man ehrlicherweise sagen, es ist wohl richtig, dass das Epidemiegesetz erst nachdem die Maßnahmen wieder ausgesetzt werden, die Entschädigungen zahlt, was jetzt für kleine Geschäfte vorbei, also weit zu spät ist, weil wir ja wissen, in einigen Monaten sind die in Konkurs. Aber die andere Frage ist, wie viel bekommen Sie jetzt aus diesem Paket heraus? Und die Frage konnte keiner beantworten. Es werden alle etwas bekommen, aber es gibt keine klare Aufteilung. Es gibt überhaupt keine Berechnungsgrundlagen, warum gerade 4 Milliarden, warum nicht 3, nicht 5, nicht 10. Also es gibt keine, es ist ein reiner Blindflug. Wenn ein Arbeitgeber seine Arbeitnehmer jetzt freistellt, bekommt er 30% Ersatzrate. Und das bei Verdienstentgängern. Also das kann sich alles miteinander nicht ausgehen. Dazu kommen die Verwirrungen. Es weiß keiner, kann ich am Montag aufsperren? Was macht jetzt der Installateur am Montag mit seinem Personal? Was macht der Elektriker mit seinem Personal? Sind prinzipiell notwendig, aber vielleicht nicht akut notwendig. Also es ist alles so formuliert, dass in Wahrheit sich keiner wirklich auskennt und keiner auch weiß, wo wende ich mich hin. Und wenn ich dann höre, wir haben das auch sehr stark kritisiert, wir wollten, dass jetzt mal die Steuern gestundet werden, wenigstens bis Jahresende oder bis November, genauso wie die Sozialversicherungen. Und ich kriege als Antwort, man kann ja einen Antrag stellen, dann ist das nicht das, was ich mir erwarten würde in einer solchen Situation. Genau. Und im Übrigen, und einen Satz schon noch, ich würde auch jetzt einmal die Banken in die Pflicht nehmen. Die Banken sind gerettet worden von den Steuerzahlern, von genau denen, die jetzt die Hilfe bräuchten. Also die könnten jetzt ihren Beitrag auch leisten und auch das wäre ein notwendiger Schritt. Da gäbe es noch viele Möglichkeiten, auch die Kommunen. Also ich sage jetzt beispielsweise in Wien die Gebühren, wo wir wissen, dass die teilweise bis zu 90% über, also wirklich, über den Leistungen drüber liegen. Das heißt, wenn wir sie runtersetzen auf eine reine Gebühr wieder, zumindest für einige Monate, dann würde das genau den Unternehmen auch wieder helfen. Da gibt es wahnsinnig viele Kommunen in Österreich, die hier wirklich eigentlich in Wahrheit illegale Steuern einheben. Und all diese Maßnahmen in einem Gesamtpaket würden wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr helfen. Und ich glaube, das ist das, was ein rot-weiß-roter Schulterschluss sein sollte. Gut, Sie haben jetzt den Kopf geschüttelt, Frau Belakovic. Warum? Naja, eigentlich jetzt nicht wegen des letzten Satzes, sondern wegen des Krisenmanagements, das da in Ischgl passiert ist. Wenn bereits am 5. März im Ausland, in Island bekannt ist und gesagt wird, Ischgl ist ein Hotspot für Corona und Österreich nicht reagiert und der Kellner nicht aus dem Verkehr gezogen wird, dann ist hier etwas schiefgelaufen. Und wenn der dann getestet wird und der Test plötzlich 3 Tage dauert, bis das Ergebnis am Tisch liegt und es wird weiter gefeiert bis zum Wochenende und erst dann am Freitag doch noch reagiert wird, dann ist da meines Erachtens in dem ganzen Verlauf schon etwas schiefgelaufen. Und dann hat man schon auch hier den Verdacht, dass sich einige wenige richten konnten, dass hier die Tourismusbranche offensichtlich so viel Druck gemacht hat. Und das wird schon noch, wenn wir das alles überstanden haben, jedenfalls ganz genau zu bewerten sein, weil ich glaube nicht, dass hier die Verwaltung in Tirol ordnungsgemäß gearbeitet hat, sondern viele Menschenleben riskiert hat.